Moin, liebe Leute, was geht ab? Erik wieder mit den neuen Settings von Version 12.5. Wir gehen die einmal kurz durch. Hier nochmal ein Hinweis in den Einstellungen. Dieser Punkt hier unten, Use Only the Physical Cores, wurde bereits vor 12.5 verbessert. Das möchte ich hier nochmal erwähnen, falls das jemand nicht mitbekommen hat. Ich habe einige gesehen, die hier immer noch ein Häkchen drin haben. Es gab Intel-Prozessoren, bei denen man das reinsetzen musste. Leute benutzen Drittprogramme und so weiter und so fort. Das wurde schon vor 12.5 behoben. Also hier unbedingt das Häkchen rausnehmen, Drittprogramme deaktivieren und Einstellungen, die euren PC entsprechend angepasst haben für Tarkov, wieder rückgängig machen. Ganz, ganz wichtig. So, zu den eigentlichen Einstellungen. Grafikeinstellungen, hier hat sich nicht viel geändert in 12.5. VSync, es gibt so einen Trick, dass man VSync anmachen kann, um die, das FPS-Limit sozusagen zu überwinden. Da ich bei EFT mit 120 FPS ehrlich gesagt mehr oder weniger hundertprozentig zufrieden bin, lasse ich das aus. Das bleibt alles so. Die restlichen Einstellungen sind auch alle beim Alten. Jetzt das Wichtige, der neue Reiter PostFX. So, was haben wir bei PostFX? PostFX ist sozusagen unsere Nvidia-Konkurrenz. Nvidia wird am 1. Mai abgeschaltet. Bis dahin könnt ihr die Nvidia-Filter theoretisch noch nutzen. Natürlich ist es meine Empfehlung, jetzt schon die Einstellungen zu ändern, damit ihr entsprechend keinen Stress habt, wenn es dann soweit ist und die Filter weg sind. Also, Brightness Settings. Man kann jetzt die Helligkeit verändern. Wisst ihr was? Ich zeige euch das am besten in-game. Let's go. Wir sind hier auf Customs in der roten Halle. Sieht man es viel besser. Brightness Veränderungen. Ihr seht das auch erst die Veränderungen in-game. Das heißt, wenn ihr im Hauptmenü hier rumwerkelt, merkt ihr die Slider-Einstellung leider nicht. Ich gehe jetzt mal mit Brightness hoch und runter und seht ihr entsprechenden Unterschied. Ich versuche jetzt die besten Settings hier zu zeigen. Standardwert ist immer 0, also der mittlere Punkt ist immer der Ausgangspunkt. Wenn ich jetzt mit einem Slider hochgehe, seht ihr, wie alles heller wird. Man sieht Sachen durchaus besser im Dunkeln und es könnte auch Sinn machen für einige Maps wie Factory oder Labs zum Beispiel, diese Helligkeit hochzusetzen. Tatsache ist aber, ihr seht gleichzeitig auf der linken Seite, wie das beleuchtete Areal überlichtet. Das bedeutet, ein Wert von 0 bis 20 ist schon das höchste der Gefühle. Wenn man über 20 geht, wird bereits die Textur hier unten, ich hoffe, man sieht das so einigermaßen, die Textur wird bereits überlichtet. Ja klar, kann man jetzt sagen, okay, dann sehe ich die Gegner trotzdem besser. Denkt immer daran, das Spiel soll Spaß machen. Ihr habt nichts davon, wenn ihr auf einem komplett weißen Bildschirm spielt. Die Atmosphäre ist das A und O bei Escape from Tarkov. Und ich finde, der Mehrwert, der wirklich kleine Mehrwert für das bisschen mehr Helligkeit hier, gerade auf solchen normalen Maps wie zum Beispiel Customs, ist es einfach nicht wert, dafür eine schlechtere Grafik zu haben. Deswegen maximal 20, ich stelle den Wert auf 10 ein, damit haben wir eine verbesserte Sicht, aber übersteuern nicht. 10 bis 20 geht nicht drüber. Saturation ist die Helligkeit, die habe ich auf 50 stehen, weil die Helligkeit, die Farbsättigung. Über 50, es ist ähnlich wie bei Nvidia, wenn ihr da eine Farbeinstellung von 70, 80, 90 hattet, wird es halt schon ein bisschen Fortnite-mäßig. Ich muss sagen, ich habe die Farben immer sehr knalliger gemocht, also dass es ein bisschen lebendig war. Hier, die 70 sind mir aber auch zu viel. Also 50 ist das Höchste und ich bin mir sicher, dass ein oder andere sogar sagt, ich möchte weniger einstellen. 0 bis 50 für ein bisschen mehr Farbsättigung, ist aber reine Geschmackssache, gibt keine Vorteile. Vorteile bringt aber der Clarity-Filter. Clarity sorgt praktisch für mehr, ja wie der Name schon sagt, Klarheit. Ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, mit Clarity Gegner besser zu sehen. Im Dunkeln, es wird besser abgegrenzt. Dieser Wert ganz klar auf 100%, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Colorfulness ist ähnlich wie Saturation, Geschmackssache. Wie stark soll die Farbwelt hier sein? Wollt ihr ein Schwarz-Weiß-Bild haben oder mehr Farben? Ich setze sowohl Saturation als auch Colorfulness auf 50 und damit ein schönes, warmes Bild, ohne dass es unreal wird. Luma Sharpen und Adaptive Sharpen sind zwei neue Schärfefilter. Luma Sharpen und Adaptive Sharpen haben wirklich einen ganz, 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 ganz kleinen Einfluss. Es ist so, dass ich als Streamer möglichst versuche, Schärfeeinstellungen zu reduzieren. Ich habe mit Luma Sharpen ein bisschen rumprobiert. Ja, ihr seht hier, wenn ich hochgehe, dass es ein bisschen heller zu werden scheint und bei der niedrigen Einstellung ein Hauch dunkler. Ich habe ein bisschen rumprobiert damit. Ich würde auf eine neutrale Einstellung von 50 gehen, da diese Einstellung nicht linear zu sein scheint. Bei 50 habe ich das Gefühl, hat man einen ganz guten Mittelwert. Luma Sharpen, der Einfluss ist aber wirklich minimal. So, Color Grading. Hier gibt es ganz viele Einstellungen für verschiedene Settings. Wir sind zum Schluss gekommen, dass Cognac einer der, wenn nicht sogar der beste Filter ist. Ich zeige euch mal eben das ganz ohne. So wäre das Bild normalerweise. Ihr seht, alles ist ein bisschen ja, von der Farbpalette her etwas versetzt. Wenn ich jetzt diesen Intensity-Filter hochdrehe, seht ihr, wie alles
in das bläulich übergeht. Tatsache ist aber auch, wenn ihr mal hinten auf diesen Hintergrund schaut, da wo die Rillen zu sehen sein sollten, dass ein kleiner Wert praktisch hier diesen Schattenbereich etwas schlechter sichtbarer macht, während ein großer Wert diesen Bereich eher besser sichtbarer macht. Auch hier ist es wieder eine Frage von angenehmen Farben und Vorteile im Spiel. Ich möchte ganz klar die Atmosphäre behalten und deswegen habe ich mich hier für einen Wert von 30 entschieden. Ich nutze diesen Filter so noch ein bisschen aus, kann ihn noch ein bisschen mit ins Spiel reinbringen, ohne dass sich die Farben aber so verändern, dass ich sagen muss, okay, das ist jetzt nicht mehr blau, sondern lila beispielsweise. Deswegen den auf 30 und unten Colorblind Mode. Ein Hauch Vorteil hättet ihr, aber das ist so minimal wenig, wenn ihr den, also wenn ihr nicht gerade farbenblind seid als normal sehende Spieler. Der Trinatopia-Filter, wenn ihr den auf 100% setzt, dann seht ihr, wie die Helligkeit noch ein Hauch besser wird, das Ansprechverhalten ändert sich noch. Aber das ist so minimal, dass ich das definitiv auslasse. Der Vorteil ist wirklich klein. So, ich mach's mal aus, also damit ihr den Unterschied seht. So ist es normal. Und so ist es jetzt mit den neuen Settings. Ich finde das herrlich. Ich finde das wirklich herrlich. Und ihr seht hinten, dass der Kontrast erhalten bleibt. Wegen der Brightness von 10. Ihr seht, es wird heller. Man sieht besser. Man sieht, es ist einfach schöner. Es ist mehr Kontrast, es ist alles mehr. Aber gleichzeitig übersteuert es nicht. Es ist nicht unreal. Ich finde, das Rot ist jetzt rot, so wie es sein soll. Das ist so, wie ich es mag. Und ich zeige euch noch was. Für die, es vielleicht zu einem Zeitpunkt jetzt, wo ihr das Video schaut, gar nicht kennen. Die Nvidia-Filter. Wie es mit Nvidia-Filter aussah. Das wäre der Nvidia-Filter. Und ihr seht, der Nvidia-Filter ist nochmal einen Hauch besser. Das heißt, hier haben wir noch ein bisschen mehr rausziehen können. Nvidia-Filter sind stärker. Ihr seht hier, die Texturierung dieser Rillen ist nochmal einen Hauch besser zu sehen. Das heißt, es ist so, dass ihr mit diesen besten Einstellungen nicht an die besten Einstellungen von den Nvidia-Filtern rankommt. Denkt aber dran, ab dem 1. Mai sind die Nvidia-Filter sowieso weg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh drum, dass alle wirklich, weil nicht jeder nutzt diese Nvidia-Filter, dass alle auf dem gleichen Level sind. Ich finde es toll. Ich mache das jetzt gerne aus. Mache ein Video komplett runter und nutze jetzt diese In-Game-Settings. Auch wenn sie ein bisschen schlechter sind, Anführungszeichen, habe ich ein viel besseres Gefühl und ein sehr, 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 sehr schönes Bild, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen, dass da irgendwas nicht stimmt. So, um das Ganze noch zu vervollständigen. Sound, hier habe ich Interface-Volume auf 30 gestellt. Das führt dazu, dass ihr beim Looten weniger Geräusche macht. Es gibt Leute, die spielen wieder Hardcore auf 0. Es gibt Leute, denen interessiert das gar nicht. Die wollen 100% haben. 30 ist wieder so ein schöner Mittelwert, finde ich. Interface Volume 30 sorgt dafür, dass die Geräusche leiser sind. Ihr sie trotzdem noch hört, das Feeling noch habt, wenn ihr Magazin nachlädt, wenn ihr irgendwas durchlootet. Aber trotzdem nicht so laut ist, dass ihr vielleicht gegnerische Steps übertönt. Also 30 auch hier ist ein toller Mittelweg. Und dann auch bei den Controls. Ein paar Sachen haben wir hier geändert, das ist aber eine übliche Änderung, ich zeige es euch trotzdem nochmal. Aim, rechter Mausbutton, um den ADS-Modus zu halten. Ich wechsle hier auf zwischen Continuous und Press. Press bedeutet, du drückst einmal auf den rechten Mausknopf und dann geht ein ADS, nochmal drauf drücken, er geht runter. Continuous bedeutet, du hältst gedrückt. Ich habe das Gefühl, Continuous ist einfacher, viel, viel angenehmer, wenn man Rotpunktvisiere spielt, ausschließlich Rotpunkt, zum Beispiel eine Wahl mit einem PK-06, dass man da immer wieder in ADS und rausgehen kann. Ich finde das mega angenehm. Dagegen zum Beispiel ein Hammervisier möchte ich natürlich in den ADS-Modus reingehen und dann umschalten zwischen dem Zweitvisier und dem Erstvisier. Da braucht ihr auf jeden Fall die Press-Option. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten. Was haben wir noch Schönes? Checktime finde ich sehr, sehr interessant. Viele drücken ja immer noch auf doppelt O, um die Zeiten und die Exits zu sehen. Wir haben hier beides auf eine Taste gelegt. O ist zwar Standard, aber wenn ihr hier drauf schaut, Checktime ist eingestellt auf Press und Checktime and Exits auf Release. Das heißt, wenn ich O drücke, werden die Zeiten angezeigt. Und wenn ich O loslasse, werden die Exits angezeigt. Also einmal drücken reicht. Ich finde, das ist eine schöne Option. Warum zweimal drücken, wenn einmal reicht? Dann examinieren. Habe ich noch auf der mittleren Maustaste. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. Eine böse Sache, Doppel-R habe ich ausgeschaltet. Also ich habe Quick Reload erstmal deaktiviert, weil es mir so oft passiert ist, dass ich in brenzligen Situationen mein Magazin weggeworfen habe. Der Vorteil von Quick Reload bei mir persönlich lohnt sich tatsächlich nicht, weil ich zu viele Magazine verliere. Quick Reload ist deaktiviert. Und eine Sache hatten wir, glaube ich, noch. Ah, genau, Discard, auch eine super wichtige Option. Discard habe ich auf Maus 3 gesetzt. Das heißt, wenn ich irgendwas aus dem Inventar rausschmeißen will, dass ich nicht mit meiner linken Hand von WSD runtergehen muss und auf Entfernen drücken muss, sondern dass ich mit dem Mausknopf Nummer 3
einfach die Sachen aus dem Inventar rausschmeißen kann. Super praktisch. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, unten verlinken wir wieder unsere Seite, zickzerrick.de. Ansonsten gerne jederzeit im Livestream, schreibt mir über Discord, alle Links unten. Wir sehen uns ansonsten gerne auch live, wie gesagt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.